Ja, und da sind wir auch wieder mit Tag 4 von der Setus Victory. Wieder offscreen ein bisschen was gemacht. Hab die Miner durch Mark II ersetzt. Wollte ich euch nicht antun im Stream, dass ich hier Stunde im Hub stehe und Zeug von Hand zusammenklöppel. Habe die Bänder durch Mark III ersetzt. Und habe die Kohlegeneratoren übertaktet, dass wir wieder ein bisschen mehr Saft haben. Aber wir werden voraussichtlich nicht dran vorbeikommen, mehr Kohlekraft noch zu bauen. Das ist alles noch ein bisschen wenig. Und ihr seht es jetzt nicht hinter der Cam. Smart Plating habe ich fertig gemacht. Ich hier einfach einen Assembler hingestellt und habe dann die aus den Rotoren und den schweren Platten hier einfach gefüttert und gut ist. Sagen wir machen uns jetzt noch mal dran. Ich habe einen Fehler drin, der Zulieferung hier vom Material. Den bügeln wir jetzt mal aus und genügend Variety dabei habe. Zwar möchte ich die beiden Copper Lanes auf ein Band legen. So weiter hinten zwei Normal Nodes zusammen auf ein Band geführt. Das möchte ich noch ändern, damit oben im Werk auf allen Dingern der gleiche Output ankommt. Die sind einzeln und die da hinten gehen auf 1. Das möchte ich gerade jetzt noch ändern. Hier so langsam und hier so schnell. Da hier oben war noch ein schnippelaltes Band. Das ist so mit das das Typische, wenn irgendwas schlecht läuft in Satisfactory, dieses alles klar, da ist irgendwo noch ein Schnippel, altes Förderband drin. Sie nicht runterfalle, hier unten geht es zu der Höhle. Hier vorne bei der Kohle rauskommt. Wo das Sam Ore drin ist. Was hier dann überhaupt langführe. Sagen, entweder die obere oder die untere Copper Lane tun wir zusammenführen. Nee, wir machen doch die obere. Dann gehen wir einfach hier mit dem Kupfer eins höher. Benutzen die dann hier für die andere Eisenlane. So, nun Wecker stellen. Heute wird der Stream etwas kürzer. Ich habe nachher noch
Aufnahme für Videos. Deswegen wird es heute ein kürzerer Stream. Da wird es dann wieder eine lange Cutting-Nacht. Machen, verlängern, dann brauchen wir ein Gerino. Brauchen wir, die da unten kommt dann ab und kommt dann darüber. Das ist dann jetzt hier eine relativ problemlose Operation. So. Dass es hier durchgeht, aber ja. Irgendwas ist ja bekanntlich immer. Nicht. So, zusammenlaufen. Das ist jetzt die Leere, genau. Hier erstmal drüber packen. Unkraut hier. So. Überblick. Ich hatte eine Plattform hingepackt. Packen.
haben. Fisch. Macht. So. Dann nehmen wir dich vom Netz. Immer noch wieder Unkraut, ey. Sehr schön gepackt geben. Euch das stehen lasse, aber nö. Oh, really, der ist eins verrückt. Sehr interessante Insel da drüben. Wenn wir hier dran gehen, dann marschiert er schon nach da vorne weiter. Jawohl. Bunk. So. Hey Pluto. Ja, ich habe heute nur bis 16 Uhr Zeit, weil wir noch Aufnahmetermine haben. 17 Uhr, da brauche ich dann auch noch mal eine Stunde Vorlaufzeit. Deswegen habe ich etwas früher angefangen. Ach. Immer dieses Unkraut, was einen die sich schmeckt. Grauenvoll. Jetzt hier eine Platte Zeit. Wow. So, damit wäre das dann auch hier separiert und in die richtigen Bahnen gelenkt.
das hier rausnehmen. Damit wäre dann das Problem auch behoben. Das hier könnte man entfernt. Ein bisschen stilistischer machen. Okay. Das klingt auch nach strapaziöser Arbeit. Auch ein bisschen schöner. Ich glaube, hier lasse ich mir auch noch mal was einfallen, dass das dann hier nicht durchklippt. Das will ich jetzt aber auch im Stream machen. So, jetzt laufen beide Kupferdinge auf einer Lane. Pro Minute. Noch dran schreiben. Die Normal Nodes haben dann immer eine eigene. Impure. Die könnte ich auf 2 laufen lassen. Da habe ich nicht richtig gelesen, ich Trottel. Impure. Ah, jetzt müsste ich die. Hätte ich mal den ganzen Umbau hinten eigentlich sparen können, hätte die beiden eigentlich auf 2 legen können. Auf eine legen können. Da merkt man, dass es recht früh war, als ich das gemacht habe. Ja, hier kommen 120 raus. Um 120 raus. Deswegen bau Water Tower, Pluto. Pump die Dinger in einen Wasserturm, wo oben ein großer Behälter drauf ist. Und alles, was unterhalb von dem Wasserturm ist, bekommt den vollen Druck. Das ist der einfachste Trick 17. Ja, ich habe wahrscheinlich gedacht, dass ich die hier auf 1 legen muss und hab's dann bei denen gemacht. Lass ich den mal leer laufen. Die Viecher hier sind auch mehr Terroristen als alles andere, ey. Deswegen einfach nur eine hohe Plattform, Wassertank oben drauf, das Zeug oben in den Wassertank pumpen. Und wie gesagt, alles was da drunter ist, wird entsprechend beballert. Haben wir jetzt auf einer, die untere Lane sollte leer laufen, da wird sich garantiert noch was finden, was ich da anbinden kann. Also ich brauche das Kupfer jetzt ja nicht mehr mergen. Haben die auch jeweils
120er. Ich glaube, auf 300 können wir es aufbohren. Kann ich das Kupfer einfach auf der unteren Lane laufen lassen. Nur gucken, dass ich mal hinten nichts zerschrote damit. Mittlere. Was noch mal anders. Macht's einfacher, ich stelle oben auf der das Kupfer wieder her, wie es war. Dann muss ich nämlich nicht 12 Mal umdenken. Und lass die, die ich jetzt hier hochgelegt habe, auf der unteren laufen, wo jetzt hier das Kupfer in Anführungszeichen fälschlich läuft. Lassen. Eigentlich jetzt hier mit der Eisenbahnproduktion ordentlich loslegen, aber wieder da, wo es war. So. Auf einmal, dass es so einen Knick drin hat. Ich sollte das auch wieder so tun. Passt, hoffe ich.
Das ist nice, das freut mich. Jetzt fast in allen Kohle-Dingern, ich glaube, bis auf zwei jeweils zwei Batteries drin. Jeweils 90 Wasser, wenn ich mich recht entsinne. Kann. Ja. Weil da oben noch nichts angebaut wurde für mehr Material. Hier müsste ich auch noch mal gucken, warum hier so ein Abstand immer drin ist. Da ist bestimmt irgendwo wieder so ein Hauch langsames Band noch dazwischen, was es dann hier immer mal so auf einen Abstand setzt. Ja, nice. Weil ja hier bis gestern noch das Fehler war, dass sie die Kohle nicht immer angenommen haben, wenn man mit ihnen interagiert hat, habe ich die jetzt auch nach vorne gesetzt, dass ich kontrollieren kann, dass hier die Kohle reinrückt. Der hier ist irgendwie der Einzige, der struggelt mit Kohle zu kriegen und ich weiß nicht warum. Alle anderen stehen schön voll. Keine Ahnung, was da so wirklich das Problem ist. Aber sie rennen alle. Die beiden sind noch nicht overclockt. Fehlen mir noch die Batteries dafür. Da ich halt jetzt aktuell sehr, sehr viele Schredder laufen habe, die fressen halt 30 Megawatt. Das merkst du unwahrscheinlich. Irgendein Kriterium, hier habe ich die Schredder erstmal weggerissen, weil das war so dieses, die schlucken da gerade ein bisschen viel. Ich habe halt hier zwei an einer Leitung hängen, dann halt ja jeweils zwei Pumpen dran, machen jeweils 120. So bin ich dann halt locker mit den 90 drin und habe halt hier zwei Pumpen rechts und links, die das halt hier nochmal zusätzlich hochballern. So, wenn ich wollte, könnte ich oben halt auch noch ein Ventil hinsetzen, dass es keinen Rückfluss gibt. Deswegen habe ich nur eine Pumpe, weil ich hier ein bisschen den Aufbau anders machen musste. Das langt aber auch, dass die 2x90 da oben ankommen. Ich glaube, eins von den Kohlekraftdingern frisst aktuell 30. Genau, 30 Kohle, 90 Kubik Wasser. Alien-DNA würde ich halt empfehlen. Guck im MAM, was du davon brauchst, dass du dir die DNA-Kapsel und Co. halt vor den MAM liegst. Ich habe da auch noch einen 10er-Stack liegen. Und, ja. Gerade noch überlegen, das Layout vom Lager, wie man es am besten macht. Da muss ja auch ein bisschen achten, dass Platz drunter ist. Überleg halt auch noch, dass hier auch so ein bisschen die Utility-Ebene sein soll, dass ich halt hier auf die Platte gehe. Und das, wo der Spacelift hinten drauf steht und Co., dass ich das auch noch auf die Höhe anhebe. Und dann habe ich hier halt noch eine Ebene drunter und muss mich dann nicht hier mit etwaigen Sachen hier unten in die Zwischenräume reinögeln.
dann halt 1:1 oben hinbauen. Hier mache ich dann das Handlager für Munition, Obelisken und Filter hin. Und das normale Lager setze ich dann einfach hier an und gehe dann hier hinten bis zur World Border oder sowas. Die müsste ungefähr hier anfangen, das dürfte reichen, bis man da dann das Handlager entsprechend hinbauen kann. Also würde ich erstmal hier einfach rausbauen und gucken, bis wo es hingeht. Dadurch, dass ich halt hier immer ein bisschen Überschuss habe und das halt direkt schredder. Okay, siehst ja, hier läuft ja jetzt auch nicht so viel drauf. Das könnte ich halt auch hingehen und fast alles in einen Schredder jagen. Oh, 67 Coupons halt schon wieder. Das ist halt was, was halt durchträufelt. Plus halt hier die Schrauben, die sind ja auch schon ein bisschen hochwertigeres Produkt. Deswegen... Das hier fliegt ja dann eh alles weg. Was ich eigentlich ganz gerne noch hätte, wäre so ein Counter, was auf dem Band läuft. Was halt so in Anführungszeichen schlichtweg die Produkte zählt und dann sagt die, jo, das sind halt so und so viele. Deswegen auf jedem Band sollten jetzt theoretisch 120 laufen. Noch ein Schild. Sind nämlich halt nicht mehr wahr. Also, dass der ja auch 120 fährt, beziehungsweise sie fahren jetzt alle 120. Und die Impro hier, die brettert halt aktuell auch gerade massiv. Einmal zwei, die sind jetzt auch schön ausgelastet und brummen jetzt halt durchgehend. Deswegen gibt hier von den Gerippten geht gut voran. Deswegen habe ich dann hier jetzt auch gesagt, die ist alles gleich, baller jetzt die ganzen Bänder auf volle Polle. Der ist, glaube ich, das stillgelegte Band aktuell. Bis bei den beiden hier wieder das Copper ankommt. Ja, das sieht gut aus. Wie die hier so aufgerückt sind, habe ich auch so das Gefühl, dass hier wieder irgendwo so ein Hauchband ist, der nicht geupdatet wurde. So, wir haben 120. Müssten vier von denen hier feuern können. Wir haben stehen eins. Wo oben auch noch die vier voll machen. Dann können wir die auch alle laufen lassen. Oh,
Niedrig 17. Die holen wir uns schön von unten. Mal so auch alle schön gleichzeitig und auch immer schön gerade verbunden. Denn hier machen wir nämlich den Smart Splitter Move wieder. None. Find. Low. Auch nur, weil hier kommt halt so viel 30 raus. Das sind dann hier 120. Um sind 120, sind 240. Bänder müssten knapp drüber liegen. Genau. Können wir theoretisch den hier hinten auch noch laufen lassen. Entzerrt die ganze Geschichte halt schlichtweg nur. Wenn dann hier ein Schredder, die stehen unten an. Die gehen nämlich in die Schraubenproduktion, die unten noch improvisiert ist. Anders würden die halt unten runtergehen und dann halt hier ins Teilerlager gehen. So, das fliegt nachher alles weg. Müssen wir jetzt raus. Nämlich jetzt ganz gut was auf Lager. Würde ich hier jetzt losgehen und sagen, die sind klar. Wir schließen die Lanes jetzt so an, wie es sein soll. Geändert. Witzig. Da nehme ich auch die neuen Mal drin. Hier müsste auf jedem Band, glaube ich, die 120 liegen. Normal Notes. Ja, Pluto, wenn die Tage mal Zeit hast, also hier so letzte Woche im Monat, dann gibst mir mal einen Rundgang. 20 pro Lane.
Ja, mach da keinen Kopf. Das ist jetzt nichts, was so wichtig ist, dass da andere Sachen nicht vorgehen. Klar, dass es falsch rum ist. So. Dazu gehen, dass hier 240 kommt. Hier muss ja 240 kommen. Sicher ist besser. Die waren ja, glaube ich, auch nur eine Normal Node. Die anderen waren Imps. Bevor ich mal da irgendeinen Bock reinsetze. Mich dann am Ende wundere, dass da nichts passiert, weil ich die Schilder falsch tituliert habe. Mistvieh. Uhuhu. Gelb, warum das? Bommel. Aber hinten seid Trommel. Trommel, doch. Andere bei uns im Gebiet war, glaube ich, eine Pure. Deswegen hatten wir ja auch von da hinten geholt, dass wir die zwei Pure Nodes für die Kraftwerke haben. Immer so eine Ecke.
eine Ecke. Ich habe so viele LGBT-Memes in den letzten Tagen geschaut. Ich sah das auf Deutsch spiele, hat mich das Wort straight gerade kurz irritiert. Warum kann ich keine Gay- oder Beam-Modus für die Bells haben? Das sind andere Bells, die da benutzt werden. Schön. Ich hatte aber hier letztens auch irgendwas. War jetzt nicht zu dem Thema. Aber prinzipiell auch, weil das Wort eine andere Bedeutung in meinem Kopf funktioniert hat. Das war auch so. Wait, what? Noch wie versucht hat, ein Kumpel das Wort Brathering zu lesen und war sichtlich verwirrt, weil er mit dem Wort Breathering nichts anfangen konnte. Und ich stand daneben und habe eigentlich einfach die ganze Zeit nur dreckig gelacht. Ach, schön. Die 240 nehmen wir hier auf jeden Fall oben ab. LED. 120 pro Lane. Also heißt das. Merge this shit. Mrgr. Sagen, warum läufst du nicht? Ja, Hüsle. So. Damit sind die dann entsprechend ausgelastet. Und dann auch runtergeführt werden. Ah, knick, knack, knuck. Was einbauen, dass das Stocken aus dem Band rauskommt. So. Ausgelastet. Ja, komm. Die 120, da müssten die 4 laufen. Jawohl. Auch ausgelastet. Passt das soweit? Und das ist der eine Dead Belt.
bist nicht dead. Angeschlossen. Funk. Im Dead Belt hatten wir keinen, da hatten wir ja den Kupfer wieder draufgelegt. Ach, Gehirnfürze, immer wieder schön. So, dann können wir theoretisch hier anfangen, hier unten erstmal aufzuräumen. Lagersystem hinzubauen und dann können wir gucken, dass wir oben, ich glaube mehr als 300 kriegen wir auf ein Belt nicht am Laufen, was den ganzen Krempel angeht. Warum habe ich die hier weg? So, nein! Dass die paar 15 Megawatt, die die Dinger hier maximal produziert haben, eher weniger das Problem sind. Mein Inventar leer räumen, wo ich den ganzen Krempel hier bewege. Sehen hier eine von denen hier kille. Auf jeden Fall auch noch sehr witzig, wenn ich das Stromnetz ordentlich verlegen will. Chaos, was da gerade noch drin ist. Kommt auf jeden Fall viel, von denen kommt auch viel. Band, ja. Schnell zumindest für unsere aktuellen Bedürfnisse. Das wird das hier dann richtig, das dann auch noch abfließen lassen. Ja.
So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Abomination weniger. Die müssten soweit eigentlich ziemlich leer sein. Beschleunigen, wenn ich das leer laufen lassen will, ist auf jeden Fall hilfreich, wenn die Dinger dann auch hier mit ordentlich Speed das Zeug von A nach B prügeln. So, das hier war der Input-Container. Output-Container war der obere. Eins, anderthalb. Sollte auf jeden Fall schicken. Nur einfach, damit es aus dem Weg ist, hier einen vorläufigen Container hin. Das Zeug jetzt hier nach und nach gemütlich reinsickern kann. Leer. Ist noch leer. Ist eigentlich leer. Und hier einfach ein Zwischenschritt. So, werden die beiden hier noch jeweils eingepflügt, gepflegt, da sind deswegen die beiden da vorne noch leer.
bedenke, als Clipping noch nicht möglich war, was wäre das jetzt hier für ein Nerv gewesen, das hier alles hierhin zu prügeln. Amigos. Aids. Mit die wichtigsten Materialien, die Rohre und die T-Träger. Junge. Jetzt die gerippten oben runter, lassen den Container leer tuckern. Machen die Vorproduktion da dann auch mal runter. Ordentlich Batteries. Bei beschissene Zahlen. Naja, können wir noch einen mehr dran setzen dann. So. Bolognese. Das ist halt so das System, was ich normal baue.
wird halt von hinten oben beschickt, rattert dann runter. Wenn du unten rausnimmst, rutscht es von oben nach. Und wenn ich dann halt Space Elevator Sachen baue, nehme ich die von hier oben ab, damit unten im Handlager immer was drin ist. Und oben rutscht ja dann eh nach. Weil wenn du es unten rausnimmst, dann suckelt das Ding halt eher leer, bevor da irgendwas anderes, in Anführungszeichen, Positives passiert. So. Kommt aus allen was raus? Cool. Ich habe noch Metal Frames für die Foundries da oben. Switch. So. Wir sind erst bestimmt einstecken. Da könnte man die nächste Lane halt dann auch hier direkt wieder hier mit an die Ecke, wie die hier anfangen, und dann damit dann schön nach vorne gehen. Und vorher geht uns die Metallquellen aus. War halt auch nicht vor, von irgendwo hier oben dann die Leitung bis hierher zu bauen. Dass es dann alles hier läuft, das holen wir uns dann später mit Drohnen, sollten wir es benötigen. Warum steht, ist logisch. Es ist doch logisch. Brauche ich doch genau. Eins. Zwei. Eins, zwei. Weg. An. Dann mit Iron Ingos. Bisschen mehr. Hier müssen wir alle, hier müssen wir keinen Verteiler dran bauen, weil wir gehen ja nicht direkt irgendwo rein, sondern wir ballern die ja ins Lager. Und im Lager werden ja dann distributed, möglichst equally. Noch Gedanken machen, wie ich das Verteilersystem ordentlich baue. Sich hier.
theoretisch noch einen mehr dran dübeln, aber... Lagerebene für die hinmachen. Ich will hier nicht auch noch runtergehen. Jetzt kommt man sich hier ins Gehege. Vielleicht gehen wir da dann vorne runter und die dann da verteilen. So, wir haben wieder Batteries. Die stopfe ich gerade mal hinten in die Kohlekraftwerke. Und wieder ein bisschen Aufschub. Prinzipiell könnten wir halt den Mark II Miner auch noch einmal übertakten. Also nur gucken, dass das die Bandleistung mitmacht. Dass wir dann nicht leerlaufen mit der Kohle. Bisschen angenehmer, wenn da immer noch so eins davor liegt. Aber vom Wasser wird es halt immer noch gehen. Vom Wasser her. Weil 120 gibt halt jede Punkte, 300 passen ins Rohr, das ist nicht das Ding. Bei 37,5. Müsste man nachrechnen. Ja, der 300 macht dann der Belt wieder nicht mit. Sich. Wenn wir noch 30 drüber gehen, und wir 4, also die Hälfte könnten wir übertakten noch. Das würde der Belt noch mitmachen. Aber gerade so. Produzieren 2400 Megawatt. Brauchen 1,2, also wir haben fast noch. Je nachdem, was anläuft, haben wir auf jeden Fall einen guten Puffer nach oben. Halt 4 noch übertakten können, das gibt dann auch noch mal ein bisschen was mehr. Denk mal, wir sind auf jeden Fall gut dabei. Wieder auf normale Lautstärke gehen. Klunk, klunk, klunk.
Rennt voraussichtlich noch. Sieht nicht. Obwohl Bauxit, wenn wir es gefunden haben, müsste eigentlich dafür schon was aufgeploppt sein. Hätte im MAM schon was aufploppen müssen, sage ich mal. Mal wieder weg. Das läuft noch. Engines Kinder, heute ist aber wieder echt nervig mit dem Jucken in den Ohren. So, dann drücken wir hier mal die Schrauben hin. Ihn schräubelt. Machen wir weg. Ja, nicht wirklich, dass da aktuell was nachläuft. Ja. Ich glaube auf die 3, oder? Let's. Hier gewesen sein, jawohl. Nein, das war... So.
Silica und ja. Hey Dave, bleib still, die glatzköpfige Gottheit betritt den Chatraum. So. So weit sind wir also schon. Hast du einen Boss endlich geklatscht bekommen? Also den auf der Arbeit. In Wukong, Skorpion, Giftseuchen. Sollen. Jetzt gehen in die Try. So. Los. Objects Clearance. Jetzt auf einmal meckert er wegen Clearance. Mal da die Bolts rein. Solid. So wie das. Rennt noch. Ull. Einfach mal full ohne zu fragen. So. Der war doch gerade, dass das Schnäbel hat. Verdammt normal, ey. Das kann da rein, das kann da rein. Schrauben können da rein. Stahl kann da rein. Das kann dann auch gleich weg.
kriege ich den Tank nachher unten nur noch rum und dann kann das von da oben wieder runter suckeln. So. Das läuft. Da rein, dann müssten jetzt eigentlich alle hin, bis jetzt gefüllt sein. Reinstopfen. Hier auch schon mal leer laufen lassen. Was geben. Viel Erfolg dabei. Panzerbuben aus dem Leben treten. Ah, das untergenommen. So, wieder weiter zerlegen. Dorf und Hund im Inventar. Das ist einmal hier rüber, dann darüber und dann dahin wieder zurück. Das ist so. Wirklich über die Hosentasche, durch die Brust ins Auge. Drehen, können die dann runterführen hier und dann da vorne direkt anschließen. Und die beiden Lifte, die da halt noch nichts tun, weil sie fahren an der Decke lang. Ist hier keiner von denen hier eine Durchführung nach unten ist? Nee, ist es nicht. Ja. Der Planet kann das ab. Haben wir jetzt hier übertaktete Kohlekraft. Läuft. Thank you.
Ihre Miner Rhinos wieder draufstellen. Oh Dave, was ist das für eine Frage? Das sind alles Bioabgase. Bio-vegane CO2-Emissionen. Der Planet hier hat viel zu viel Sauerstoff in der Atmosphäre, da würden die Pflanzen eingehen, deswegen pumpen wir jetzt hier schön CO2 in die Luft, damit es denen wieder ein ganzes Stückchen noch besser geht. Verstehst du? Das wirkt jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so, aber Fixit Corporation meint es gut. Vielleicht auch nicht unbedingt bedeutet, dass es gut ist, aber du weißt doch, der Wille zählt. Lang. Mal Notes, huh? Das ändert natürlich die Sache ein bisschen. Come on. Come on. Ach, weil es wieder das Tor knallen, ey.
da nochmal keinen Meter auf die Idee gekommen sind, da mal irgendwie einen Gummipuffer oder sonst irgendwas reinzupacken. Jetzt schon wieder. Das ist manchmal echt ein bisschen seltsam. Ah ja. So. Das kann auch vom Netz. Auch geschafft, leer zu werden. War wieder voll mit Unfug. Rein, weil die können wir nämlich auf jeden Fall noch gebrauchen. Die hergeschleust. Scheint nicht. Ich hatte angefangen, die Produktionslinie dafür wegzureißen. Wegführung. Und dann wurde ich wieder abgelenkt. Snap doch, du Gesäßöffnung. Du bist nicht mehr gebraucht. Wir gerade die Reste noch aufarbeiten, wo sie sich bewegen. Das danach auch vom Netz nehmen. Dann rübergelagert, das suddelt auch langsam noch durch. Auch dran.
gucken, wie ich die Eier reinführe. Beziehungsweise, das können wir auch jetzt machen, nach da wird das Werk. Weiter. Dass das nicht gut passt. So. Mal voll. Bei, ach, dass da noch so viel Krempel drin ist. Ja, hier zum Beispiel, die wird an die Decke. Da muss ich mal aufpassen.
So. Es gibt schon langsam wieder ein bisschen Luft. Ewig, weil die so eine große Stackgröße haben. Ach, da waren es jetzt auch. Wird hinfällig. Jetzt in der Luft. So, und morgen können wir dann anfangen, ordentlich zu bauen. Zweitletzter Tag. Der Satis Victory. So. Läuft der Kupferkrempel noch rein? Oh Gott. Really just subscribe. Vielen herzlichen Dank für deinen Subscription. Schön, dass du am Start bist. Ist das neu, das bei YouTube? Okay. Vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass bei YouTube da auch ein Ton kommt. Premiere. Dankeschön. Auf Schiele Föhne. Viele schöne Streams zusammen. Natürlich auf YouTube auch ordentlich Bibliothek zum Nachholen. So. Läuft noch, dann kann der eigentlich weg. Hat uns dann auch wieder ein bisschen Saft. Was können wir noch nach vorne holen? Die Energy Poles, die gucke ich mir an. Wenn ich, also werde ich offscreen machen, so rum. Ich werde dann jetzt gleich offline gehen, wir haben 16 Uhr. Komm, 10 Minuten machen wir noch, dann haben wir 2 Stunden voll. Langsam ist ja gut. So, und wenn wir dann aufgeräumt haben, dann können wir endlich ordentlich loslegen. Eigentlich gehofft, dass es ein bisschen schneller geht, hier in die Puschen zu kommen, aber ihr wisst ja selbst, wie es ist. Kabel müssen wir noch umsetzen, Überspulen müssen wir noch umsetzen. Das läuft. Hier Schräubelway umbauen. Wir werden halt nochmal umziehen müssen, zwangsweise. Ich glaube, da gucke ich mal, dass ich das noch offscreen mache, dass ich hier die Platte dann nach vorne ziehe, bis wir dann diese eine Ebene hochkommen, dass wir unten drunter dann einfach die Utility- und Verteilerebene haben, dass wir uns da nicht hier mit dem begrenzten Platz, Menschenskinder, da unten abmühen müssen. Um hier dann noch ein bisschen Ordnung reinzuarbeiten. Bin da alle noch?
hier mal einen neuen Container noch hin. Holen wir uns dann jetzt die Kabel und die Kupferleitung hin und auf die Seite möchte ich das Handlager hinbauen. Für Munition und so weiter. Ich denke mal, ich werde jetzt auch für die Rebar Gun etc. den ganzen Krempel dann auch fertigen lassen. Weil an der haben wir ja jetzt etwas länger was. Ich weiß gar nicht mehr, ob man der Early Access für die Mun Gummi gebraucht hat. Gunpowder ist klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich denke mal, morgen werden wir dann zusehen, dass wir hier die Rohstoffproduktion dann halt mit sämtlichen Quellen hier verbunden haben. Also dass wir das im Stream machen. Dass dann hier die ganzen Schredder wegfliegen. Und danach machen wir uns dann Gedanken, dass wir die Grundfertigung dann, sobald das steht, anfangen. Für die Platten, Bolzen, Schrauben. Zumindest fürs Handlager, da sind noch Kisten. Ja. Jetzt haben wir nicht noch irgendwelche Kisten rumfliegen, das ist gut. So, der Krempel läuft. Die laufen auch leer. Auch Geschichte. Millimeter davor geflitscht. Bisschen Handlager, die werden auch ewig dauern. In der großen Stackgröße. Ich jetzt hier aber auch mal Tempel hier offline. Weil da kein Boden drunter ist. Ah, Leitung. Einmal Leitung. Saft. Vorteil ist, weil der Strom von hier kommt, ist das hier die Masterleitung. Master of the Universe Leitung.
seitlichen Rohre. Das Müllt mit das Inventar zu. Überpacken. Info Blades haben wir. Deswegen habe ich auch den Abstand normal immer gebaut. Ich habe nach oben befördert. Stopfen. Die Gänse wieder runter. Hatte gleich meine übliche Lagervariante bauen sollen. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Zwei auch noch mit. Sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. So. Jährlich. Packen, wenn ein Schredder gut ist. Ach, das täuscht. Ich dachte gerade so, what the fuck? So schnell verarscht man sich dann selber. Ich werde dann auch mit der einen Kohletrasse, die nach hier vorne führt, werde ich zusehen, dass ich hier Quarz hierher hole, dass wir nicht immer wegen Quarz da hinten an den Arsch der Welt latschen müssen. Dann haben wir das mit der Trasse auch nicht im Stream. Ist so ein Durcheinander, ey. Aber das ist an sich nicht das Problem, sage ich mal. Das bringen wir in die richtige Richtung, sobald alles weg ist. Dann werde ich direkt von der Hauptenergieleitung anfangen. Ich werde das entsprechend in die richtige Richtung bringen. Und dann muss ich da auch keinen Kopf mehr machen. Upsa.
So, das hier ist zwar jetzt noch alles andere als schön. Aber das Sortiment hier mal dann, die laufen jetzt auf jeden Fall alle volle Pulle hier drauf. Werde ich dann auch noch ordnen offscreen. Das sind ganze Stückchen einfacher. Das kann in den Schröder, das kann in den Schröder. Den packen wir entsprechend ein. Zwei Leben. Gibt dann auch wieder ein bisschen Saft frei. Tüttel noch, Beton, den würde ich erstmal da lassen. Das Durcheinander bringe ich dann in die Reihe. Den schließe ich jetzt noch schnell. Aber der ist doch hier schon angeschlossen. Es müsste ja hier an den Haupt-Power-Cord gehen. Ja, nice. Der ist ja schon angeschlossen. Ah! Gelöst. Ha. Die nämlich noch gehen. Nicht verlegt werden. Läuft der Pradel auf jeden Fall. Ja. Und die Decke klippen, da werde ich auch noch schön Umzäunung machen, hier auch.
So. War leer kotzen. Genug. Zeit, dass wir bald die nächste Inventarerweiterung kriegen. Oh, jetzt haben wir den Arbeitsplatz hier drin bekommen. Mit dem Spacelift. Ja, das kann man dann. Employer Manual. Ja, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Dann ja doch nochmal wieder ein bisschen länger überzogen. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Wahrscheinlich auch so zwischen 2 und 16 Uhr wieder. Dann hoffe ich, die ganze Geschichte, die wir hier gebastelt haben, hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Folge? Von dem Ausräumen hier, von den ganzen Geschichten. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin Katja, ich bin spontan von der Rolle.